AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Land auf, Land ab veröffentlichen die Rechnungshöfe alljährlich Erschreckendes, nämlich ein riesiges Ausmaß an Steuergeldverschwendung. Der Steuerzahlerbund veröffentlicht Schwarzbücher. Land auf, Land ab fragen die, denen das Geld vorher abgenommen wurde, vulgo auch Steuerbürger genannt, wieso das eigentlich möglich ist und wieso die nicht zur Verantwortung gezogen werden, die solche Riesensummen falsch verwenden, verschleudern. Da hat es sicherlich viele Ursachen. Eine wesentliche ist allerdings, wir haben gar keine geeignete Strafvorschrift für Steuergeldverschwendung. Es wird immer angewandt, die Untreue im Sinne des 266 StGB. Blöderweise ist die durch die Rechtsprechung des BGH so weit eingeschränkt, dass sie auf Fälle der Steuergeldverschwendung kaum mehr anwendbar ist, nur noch im Ausnahmefall. Dies hat in einem Gutachten Professor Schünemann, einer der bedeutenden Strafrechtslehrer dieses Landes, 2011 für den Steuerzahlerbund anhand von Fallbeispielen ausführlich und überzeugend dargelegt. Wir haben also die Situation, dass wir auf der einen Seite scharfe Verfolgung von Menschen haben, die sich ihren Steuerpflichten entziehen. Wir haben auf der anderen Seite aber im Wesentlichen carte blanche für Leute, die diese Steuergelder sinnlos verpulvern. Das kann so nicht bleiben. Und Professor Schünemann hat dankenswerterweise in diesem Gutachten nicht nur das Problem aufgezeigt, sondern auch einen Lösungsvorschlag unterbreitet, den wir uns zu eigen gemacht haben. Zu eigen gemacht. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden, lieber Kollege Dr. Lutschak. Wenn etwas gut ist, ist es gut. Die Lösung ist wegen der Ungeeignetheit des bestehenden Tatbestandes des 266 die Schaffung eines eigenen Tatbestandes für Steuergeldverschwendung oder Haushaltsuntreue. Setzt an zwei Blöcken von Verhaltensweisen an. Zum einen haben wir das Haushaltsgrundsätzegesetz. Da sind Grundsätze gesetzlich normiert, die für Bund, Länder gelten und alle verpflichten, die mit Haushaltsmitteln umgehen. Bedauerlicherweise ist seinerzeit vergessen worden, die Zuwiderhandlung gegen solche Grundsätze zu ahnden. Das ist also ohne Konsequenzen, wenn man dieses Gesetz und dessen Pflichten in den Wind schreibt. Deswegen schlagen wir vor, dass die vorsätzliche Verletzung von wesentlichen Pflichten des Haushaltsgrundsätzegesetzes unter Strafe zu stellen. Natürlich werden die in diesem Gesetz definiert. Zweitens muss die reine Verschwendung, Stichwort das offensichtliche Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung zum Beispiel, unter Strafe gestellt werden und auch Maßnahmen, die dazu führen, dass der kommunale zum Beispiel Leistungsträger dadurch durch diese Verpflichtung nahezu pleite ist und auf Jahre in seiner Handlungsfähigkeit beschränkt ist. Auch diese Fälle sind vorgekommen. Das muss natürlich eben auch auf kommunale Entscheidungsträger ausgedehnt werden. Einen entsprechenden Absatz finden Sie in dem Entwurf. Damit hätten wir immerhin ein materielles Recht, eine effiziente Verfolgung ermöglichen würde. Damit das aber auch funktioniert, brauchen wir auch verfahrensrechtliche Maßnahmen. Die Rechnungshöfe, andere Prüfstellen erstellen ja ihre Berichte. Wir müssen die also verpflichten, wenn sie einen Anfangsverdacht für eine solche Straftat haben, die entsprechend anzuzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaften werden dadurch
auch ein Stück weit entlastet, weil sie dann bereits eine wohl vorbereitete Strafanzeige bekommen, von Fachleuten erstellt und nicht von irgendjemandem, der sich nur sowas denkt. Und um die Sache zu vervollkommnen, um den Staatsanwaltschaften auch die nötige Motivation zu geben, so sie denn fehlen sollte, sowas zu verfolgen, müssen die auch das Beschwerderecht, das formelle Beschwerderecht nach 172 StBO bekommen. Das heißt, sie müssen vor Gericht die Anklageerhebung erzwingen können. Das ist, wenn Sie sich die Hierarchien vorstellen, in einem Bundesland zum Beispiel, und es wird gegen einen Bundesminister ermittelt, ist es für so eine Staatsanwaltschaft gar nicht so einfach, gegen einen solch hochrangigen Politiker eine Anklage zu erheben. Und wenn man das vor Gericht erzwingen kann, sieht die Sache völlig anders aus. Wir brauchen gleichfalls einen Tatbestand für die Unterlassung von öffentlichen Ausschreibungen, die ohne Not unterbleibt. Hierfür schlagen wir die Einführung einer Ordnungswidrigkeit vor bis zu einer Geldbuße von 100.000 Euro. Wenn wir das zusammensehen, den materiellen Teil, den verfahrensrechtlichen, haben wir, meinen wir, ein durchaus scharfes Instrument. Und wir könnten auf diese Weise, da wetten wir, Milliarden Euro sparen. Jedes Jahr. Davon reden nämlich die, die arbeiten über Steuergeldverschwendung, wie viel das ausmacht. Jetzt an dieser Stelle kommt dann immer normalerweise der Spruch, freue mich auf eine angeregte Diskussion im Ausschuss. Ja, wir alle wissen, da wird nicht viel bei rumkommen, denn Anträge der AfD werden ja üblicherweise nicht ernsthaft diskutiert, sondern schlank abgelehnt. Das wird auch diesem Antrag passieren. Umso gespannter bin ich darauf, was ich meine nachfolgenden Redner einfallen lassen, um zu begründen, weshalb man das alles nicht braucht. Wenn gerne genommen wird, dann immer der handwerkliche Fehler an dieser Stelle. Vorsicht, Falle, wir sind nicht in der dritten Lesung, sondern in der ersten. Handwerkliche Fehler könnte man im Ausschuss ja ohne weiteres noch ausbügeln. Man könnte Änderungsanträge stellen und so weiter. Und Sie können natürlich auch sagen, das stimmt alles nicht. Wir leben sowieso in der besten aller denkbaren Welten. Und da gibt es sowas überhaupt nicht. Steuergeldverschwendung nennenswertem Maß findet in diesem Land nicht statt. Bin gespannt, was Sie sich einfallen lassen. Jedenfalls, wir sehen es im Ausschuss. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Jan-Marco Lutzek.